Okay, Räderwerk hat aufgehört, sich zu drehen. Das habe ich aufgemacht. Und jetzt? Ist hier irgendwas aufgegangen oder so? Nee. Hier unten ist was aufgegangen. Da müssen wir hin. Kriege ich jetzt endlich meinen Schmelztiegel? Oh Mann. Auf jeden Fall kriegen wir wieder ein bisschen Unterricht. Doch als der Titan fiel und die Armeen des Schicksals von Furcht übermannt wurden, legten die Dämonenpriester der Bluttempel eine Falle für den Schrecken der Hölle aus. Selbst von seinem Sieg über den Großen nicht gesättigt, suchte der Hellwalker in den Gräbern der Blutfeste nach neuen Opfern. Und geblendet von Eifer zog ihn der Köder an. Sie ließen den Tempel auf den Schicksalsschlechter herabstürzen und begruben ihn in dem verfluchten Sarkophag. Sein Zeichen wurde über der Krypta eingebrannt, als Warnung an die Hölle, dass der Schrecken dort niemals befreit werden darf. Und dort liegt der Schicksalsschlechter noch heute. In stiller Qual. Tja, jetzt nicht mehr. Also, er zieht jetzt tatsächlich die ganze Zeit von mir. So, und wieder runter. Oh. Ja, ist klar, Junge. Ja, auf damit. Ich bin der Schicksalsschlechter, hab mal ein bisschen Respekt vor mir. Mistdinger. Ja. Das sieht ja mal ganz nett aus hier, ne? Fast wie zu Hause. Ich glaube, ich muss da lang. Das ist schon wieder so ein Rückgrat von irgendeinem Titan. Habe ich schon öfters ein paar Titanen hier gekillt. Kommt bestimmt gleich wieder einer mit dabei, ne? Och nee. Langsam ist aber echt genug hier mit euch. Ja, das war so klar. So. Da haben wir wieder so ein Rüstungsding. Hallo. So. Kann ich mir dafür wieder was Schönes holen? Ne, ich habe nur einen Punkt. Weil das könnte ich theoretisch. Das hier ist voll. 4. Da brauche ich 2. Überhaupt erstmal eins zu holen. Da brauche ich nur eins, um eins zu holen. Da brauche ich 3. Explosive Fässer richten bei dir keinen Schaden mehr an. Das würde ich mir mal holen. Hallo? Wo haben wir das ganze Blut her? Ah, ist bestimmt gar kein Blut. Hallo, Roboter. Hast du wieder was Schönes für mich? Das habe ich dir noch nicht geholt, ey. Was ich noch gebrauchen kann. Dummerweise. Ich hier keine Seite 2 irgendwie, ne? Die Lafette. Ach, nehmen wir die Lafette. Einmal will ich, dass du diesen armen Roboter mal in Ruhe lässt. Habe ich ja mal 3 Schuss auf einmal? Kann das sein? Ah ja. Aber so viel Munition. Ich bräuchte generell mal ein bisschen Munition wieder. So, ah ja, okay. Da, zack, genau, so und hier. Er darf den Schmelztiegel nicht erreichen. Wie redet denn da immer? Okay. Hä? Okay, dann doch den. Ja, ja, macht ihr euch mal gegenseitig platt. Ich helfe euch ein bisschen dabei. Hä?
So haben wir aber nicht gewettet. Okay, Schrotflinte. Boom. Boom. Da ist auch noch einer. Boom. Ein bisschen Lebensenergie ist auch nicht verkehrt, ne? Noch mehr und noch mehr. Hallo? Ich dachte, du bist platt. Ah! Ah! Immer nicht raus, wie viel diese guten Kugeln da gut sind. Oh, okay, der ist schon explodiert. Ich treffe nicht. Ja. Macht ihn platt. Hoppala. So, der ist platt. Der ist auch platt. Das ist ja so ein Glubschauge. Sogar zwei von den Glubschaugen. Einmal Glubschauge kaputt. Ja, und wieder so einen dicken da. Okay, kein Problem. Wir haben hier so einen Raketenwerfer. Okay. War anscheinend alles. Ah, naja, da ist noch einer. Wäre ja auch sonst so einfach. Nein, deine grüne Grütze, da will ich schon nicht reingehen. Platt. Ja. Ah, das war wieder Kettensägenmunition und Rüstung und ein bisschen was anderes. Wow. Ja, okay, komm. Machen wir mal eben kurz Sushi. Ja, ah, verdammt, dafür habe ich wieder zu wenig, ist klar. Bum, bum, bum. Bleib du mal schon da hinten, während ich meine Raketen auf dich feuer. Das ist für mich ein bisschen sicherer. Ja, verdammt. Hat nicht gereicht. Noch so einer. Da leuchtet was rot. Bin ich ja neugierig, was das ist. Hier, da. Ach, das ist wieder Rüstung. Ja. Über die armen Kerle da. So, Raketenmunition. Upsala. Hier bin ich. Nicht getroffen, Schnaps getroffen. Ich glaube, hinter mir ist auch wieder gespawnt. Verdammt, die kriege ich nicht anvisiert. Zack. Aua. Wo ist das denn? So. So, einmal weniger. Verdammt. Die sind echt gemein, die Viecher. Bumm. So. Zumindest ein bisschen was habe ich erwischt. Okay, hier hätte ich. Da hinten war dann noch anderes Zeug. Genau, hier. Das nämlich. Dann hier noch Munition. Hier komme ich gar nicht mehr zurück. Okay, nehmen wir die und die. Einfach aus Munitionsmangel von anderen Waffen. So, hier haben wir noch irgendwelche Munition. Ja, nehmen wir die. Ist aber cool, ey. Jetzt habe ich ja unendlich Dauerfeuer von den Dingern hier. Glubschauge, hier bin ich. Boom. Ah! Doch, ist erledigt. Das finde ich witzig. Dann kann ich hier. Ah, verdammt, das ist ja wieder zu da. Aber da die Tür ist auch immer noch zu. Dadadadadadam. Ich kann hier so lange feuern, bis ich euch alle platt gemacht habe. So, einmal und hier ram. Bum. Bum.
Boom. Also, der ist schon platt. Ach, noch so einer. Für dich habe ich aber gerade keine Kettensägensprit mehr. Hey, kannst du aufhören damit? Das tut doch weh. So, der ist platt. So, dann kommen wir hier weiter. Oh, mein, ist hier Munition. Lebensenergie. Für Lebensenergie brauche ich doch niemals. Weil ich hier bestimmt nicht wieder hin zurückkomme. Bis das haben wir auch noch nicht gesehen hier, diese Würmer. Ja, mach mal auf hier. Ja, den Schmelztiegel, genau den wollen wir haben. Und das da kaputt zu machen, genau. Da ist der Schmelztiegel. Oder war er? Boah, was ist das denn schon wieder? Geht der Wurm gerade in eine Rüstung rein? Ja, nee, ist klar. Ja, machen wir mal. Ah, okay, der hat so ein Schutzschild. Das immer nur weg ist, wenn er schlägt. Okay, habe ich verstanden. Ah! Was ist mit meinem super tollen Aiming? Weil er wird bestimmt nicht so einfach. Boom. Bam. Ich könnte natürlich auch. Der macht bestimmt einen Charge oder sowas. Aua. Das hat auch wehgetan. Ah! Mach doch mal hier Damage. Okay, ich glaube, ich mache lieber hier. Bam, 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 bam. Ja, das ist, glaube ich, effektiver. Aber das tut mir auch ganz schön weh immer. Na komm, versuch zu schlagen, versuch zu schlagen. Ah. Okay, ich darf natürlich nicht meine ganze Munition an dem verballern. Wenn der sein Schutzschild oben hat. Ja. Okay, und Munition verballert. Okay, habe ich natürlich auch keine. Habe ich da? Habe ich die? Aua. Muss ich so weitermachen. Aber ich glaube, der hat mich vorher down. Ich kriege immer nur einen Treffer. Und. Ah, okay, geschafft. Da muss ich springen, wenn er diese Dinger macht. Ah! Warum hat er mich getroffen? Bam. Bam. Jeppala. Nicht getroffen, Stopps getroffen. Aber jetzt habe ich ihn durch sein scheiß Schutzschild jetzt auch einmal getroffen. So, da habe ich ihn getroffen. Ah, verdammt. Nein, der braucht doch. Ja, klar. Da war ich ein bisschen zu früh gesprungen. Aua. Ich finde den nicht fair. Was macht er denn jetzt? Wow. Wow, der wird immer schlimmer, ey. Oh je, oh je, oh je, oh je, oh je. Ja, klar. Verdammt. Ah, spring doch. Sprieß. Ah, verdammt, ich bin gesprungen. Verdammt, ey. Boah. Der solche Bosskämpfe ist schon nicht unbedingt einfach. Also, das ist schon was ganz anderes, als einfach nur rumzustellen. Vor allem, weil ich keine Lebensenergie zwischendurch bekomme, mit der ich mich wieder heilen kann. Oder Schutzschild, irgendwas. Nein, 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 okay. Ah.
Ah, Mann! Ich muss seinen Sprüngen noch ausweichen. So. Hoppa, ich bin doch gesprungen! Bäm. Ja, komm, komm. Boom, getroffen. Boom, getroffen. Ah, nein, verdammt. Ah, okay. Ah! Ich hab auch ein scheiß Aiming. Bäm. Warum hat er mich jetzt schon wieder getroffen? Okay, bam, da bin ich schon dazwischen gekommen. Nein! Also die braucht die Waffe immer so lange zum Aufladen. Ah, verdammt. Bam. Also mehr als einen Schuss treffe ich eh nicht. Muss ich immer aufpassen. Also hat er sein Schutzschild schon wieder geladen. Ah, habe ich einfach aufgepasst auf seine Kugel und nicht auf den geschossen, nicht Depp. So. Ja, das hat glaube ich nichts gesessen. Aber da hat ein bisschen was gesessen. Bäm. Auch mal wieder was getroffen. Ah, verdammt. Aber ich habe ihn auch erwischt. Da habe ich ihn noch wieder erwischt. Da und wieder. Haha. Sieht schon ein bisschen besser für mich aus. Nur wenn er seine Feuerballs da wieder macht, das wird umso schwieriger. Schieß! Ah. Viel zu nah. Ja, dieses Ding halt. Und rüber springen. Ah, ich bin doch gesprungen. Ich springe nach links und er springt nach rechts, der Idiot. Und einfach nur weglaufen kann ich auch nicht. Okay. Ich brauche mal eine andere Waffe. Genau. Sobald er sein Schutzschild runter hat, kann ich hier schießen. Oha, das hat wehgetan. Da. Ah! Das ist schon wieder sein blödes Schutzschild offen. So, ich muss gucken, dass ich davon weglaufe. Und schau, 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 schau. Andere Richtung, andere Richtung, andere Richtung, andere Richtung. Nicht zu nah ran. Mache ich mir natürlich direkt wieder Schaden. Okay. Sieht schon um einiges besser aus. Aber jetzt habe ich hier nicht Munition. Nicht wahr? Ah, toll. Was ist denn jetzt los? Warum schießt er den nicht? So. Habe ich das geschafft? So. Ah, verdammt, ey. Also, was ich schon mal gesagt habe, ich laufe immer in die Scheiße rein. Es zieht mich magisch an. Anstatt immer auszuweichen, laufe ich immer in so einen Scheiß rein. Boah. Boah, Mann. Ich bin viel zu aufgeregt eigentlich für so einen Bosskampf jetzt. Das dauert mir immer zu lange, sowas. Das macht mich dann total. Boah. Solche Bosskämpfe sind eigentlich nichts für mich. Da habe ich immer nicht das Durchhaltevermögen für. So. Schauen wir mal eben. Habe ich jetzt hier durch. Warte mal. Verbessert effektiv deine Navigationstechnik. Brauche ich nicht. Verbessert die Kapazität in Nachladezeit. Brauche ich nicht. Geschicklichkeit. Verbessert das Tempo. Bestimmte Aktionen. Achso, hier ist es mit Umwelt einflussen. Nur mit explosiven Fässer. Okay, das bringt mich jetzt kein bisschen weiter. Die mobile Lafette. Uranbeschichtung. Kugeln durch Stringziele verringert die Aufbauzeit der mobilen Lafette drastisch.
Machen wir mal. Kann sein, dass mir das ein bisschen was bringt.